Nächstes Thema. Wenn unsere politischen Parteien eines gelernt haben, dann dies: mit Parteispenden ist nicht zu spaßen. Nehmen Sie die CDU. Fast zerrissen hat es die Partei, als Helmut Kohl sich weigerte, Licht ins Dunkle seiner Spendenaffäre zu bringen. Und spätestens seit damals weiß doch jedes Parteimitglied in Deutschland, zumindest bin ich davon ausgegangen, dass bei Parteispenden die Aktenlage sauber sein muss. Ich habe mich geirrt. Was die AfD und zuvorderst ihr Spitzenpersonal derzeit aufführen, folgt dem Motto: nichts sehen, nichts sagen, nichts hören. Meuthen und Co. üben sich in der Disziplin Auskunftsverweigerung. Recherchen von Report Mainz und dem Spiegel, präsentiert von Erik Behres und Heiner Hoffmann. Vergangenen Samstag in Offenburg. Die AfD startet ihren Europawahlkampf. Ihr Spitzenkandidat Jörg Meuthen schimpft auf die angeblichen Bürokraten in der EU. Diesen Leuten sagen wir den Kampf an. Über ein anderes Thema verliert er hingegen kein Wort. Über die Spendenaffäre seiner Partei. Nach der Veranstaltung haken wir nach. Eine Frage für Report Mainz. Ja. Sie ahnen, worum es geht. Sie haben ja selbst gesagt, Sie haben sich in der Spendenaffäre immer korrekt verhalten. Bleiben Sie da bis heute dabei? Absolut. Ich kann Ihnen dazu sagen, es wird am Ende der ganzen Geschichte stehen. Erstens, ich habe nichts Unrechtes getan. Zweitens, ich habe nichts Illegales getan. Und drittens, ich habe nie die Unwahrheit gesagt. Hat er die Öffentlichkeit tatsächlich immer korrekt informiert? Rückblick, Februar 2016. Schon damals macht Jörg Meuthen Wahlkampf für den Landtag in Baden-Württemberg. Zu Werbezwecken bekommt er eine eigene Website freigeschaltet. Ein Jahr später, im Mai 2017, das ZDF-Magazin Frontal 21 deckt auf, die Website für Meuthen wird von einer Fremdfirma gesponsert. Und zwar von der Schweizer PR-Firma Goal AG, deren Chef Alexander Segert. Vor der Presse gibt Jörg Meuthen erstmals Verbindungen zu dem PR-Mann zu. Ich kenne Herrn Segert und damit ist es gut. Kurz darauf teilt er noch mit, es gebe keinerlei geschäftliche Beziehungen zur Goal AG. Und eine weitere Zusammenarbeit mit der Goal AG besteht nicht. Doch kurz danach gilt das schon nicht mehr. Im August 2017 muss Meuthen zugeben, dass die Zusammenarbeit mit der Goal AG viel weitreichender ist. Denn auch Plakate, Flyer und Zeitungsanzeigen wurden von der Schweizer PR-Firma finanziert. Offensichtlich in enger Absprache mit Meuthen selbst. Denn der AfD-Politiker unterschreibt gegenüber einem Zeitungsverlag eine Erklärung und billigt somit ausdrücklich die von der Goal AG organisierte Kampagne. Er wusste, dass es hier Anzeigen gab, dass es Flyer verteilt wurden, dass Plakate da waren. Er hat das ja selber unterschrieben, dass das in seinem Namen verteilt wird. Er hat versucht, die Öffentlichkeit zu täuschen, das ist ganz klar. Dezember 2017. Die AfD reicht ihren Rechenschaftsbericht ein. Darin geht es auch um die Kampagne der Goal AG. Diese wird als Freundschaftsdienst bezeichnet. Der Gegenwert könne nicht konkret beziffert werden. Die Beamten in der Bundestagsverwaltung werden hellhörig. Sie wollen jetzt wissen, wer die Kampagne finanziert hat. Die AfD muss reagieren. Sie präsentiert im September 2018 eine ganz neue Version. Dem Bundestag schickt sie eine Liste mit 10 angeblichen Einzelspendern. Sie sollen der Goal AG insgesamt 90.000 Euro für Meuthens Kampagne gegeben haben. Von Freundschaftsdienst ist plötzlich keine Rede mehr. Stimmt diese Version wenigstens? Wir verfolgen die Spur der vermeintlichen Spender. Erste Station, Rheinland-Pfalz. Hier berichtet uns einer der vermeintlichen Spender Erstaunliches. Wir sind nur Strohleute. Ich habe 1.000 Euro bekommen, damit ich unterschreibe, dass ich für Herrn Meuthen Geld gegeben habe. Angeworben wurde der Mann von einem Bekannten, der hier residiert, an der Costa Brava in Spanien. Er selbst steht mit mehreren Verwandten auf der angeblichen Spenderliste. Wir suchen den Mann auf, wollen von ihm wissen, wer die Drahtzieher im Hintergrund sind. Doch im Gespräch mit uns schweigt er dazu, beharrlich. März 2019. Wir veröffentlichen unsere Recherchen in der Tagesschau. Nach Recherchen des ARD-Magazins Report Mainz und des Spiegel ist die... Wieder einmal entpuppt sich die Version der AfD als Luftnummer. Jörg Meuthen rechtfertigt sich auf Facebook mit einem langen Statement. Die Liste der angeblichen Geldgeber beruhe auf einer Auskunft der Goal AG, auf die man sich habe verlassen dürfen. Was wir hier sehen, ist zunehmend eine sich ausweitende Parteispendenaffäre der AfD, die teilweise ganz offen illegal ist. Herr Meuthen hat nicht die Verantwortung übernommen für das, was passiert ist, sondern
hat, gerade indem er diese falsche Spenderliste übermittelt hat und da auch kein Unrechtsbewusstsein zeigt, demonstriert, dass es ihm an der Aufklärung hier nicht gelegen ist. Und jetzt berichtet die ARD sogar über eine erste Spur zu den wahren Geldgebern. Nach Recherchen von WDR, NDR, SZ und dem Schweizer Tagesanzeiger eben jener Milliardär Henning Kondle. Henning Kondle, ein Deutschschweizer. Hier am noblen Zürichberg soll er residieren. Über verdeckte Kanäle soll er mehr als 100.000 Euro an die AfD geschleust haben. Wir recherchieren weiter. Auch im Fall Meuthen haben mindestens 3 der 10 mutmaßlichen Strohleute Verbindungen zum Zürcher Milliardär. Einer von ihnen sitzt hier im belgischen Antwerpen. Er arbeitet für eine Immobilienfirma von Kondle. Im Gespräch gibt der Mitarbeiter offen zu: Ich habe selbst nie für die AfD gespendet. Ich bekam einen Anruf aus der Schweiz. Ich sollte meinen Namen zur Verfügung stellen. Das habe ich dann zugesagt. Mehr will er nicht verraten, nur so viel. Außer seinem Arbeitgeber, Herrn Kondle, habe er keinerlei Geschäftsbeziehungen in die Schweiz. Ist Henning Kondle also auch sein anonymer Gönner? Mehrfach fragen wir bei Jörg Meuthen nach. Doch darüber schweigt der AfD-Chef. In Offenburg versuchen wir es noch einmal. Kennen Sie denn Herrn Kondle? Ich werde mich dazu weiter nicht äußern und daran halte ich mich jetzt. Sie wollen nicht sagen, ob Sie Herrn Kondle persönlich kennen? Ich äußere mich zu dieser Angelegenheit nicht weiter. Punkt. Dabei bleibt es. Immer wieder neue Versionen in der Spendenaffäre und jetzt totales Schweigen. Aufklärung sieht anders aus.